Hallo, willkommen zurück zu Super Mario Land 2. Ja, wir sind immer noch in der Baumzone und wir werden jetzt auch dieses Gebiet abschließen. Wie gesagt, mit etwaigen Bonuswelten weiß ich leider nicht, wo die alle versteckt sind. Also 100% Let's Play wird es wahrscheinlich nicht werden. Da fehlt mir leider das Wissen, wo was ist. Beinahe hätte mich das versteckte Leben gekillt. Was versteckt. Upsala. Nee, das habe ich jetzt nicht geschafft. Ja. Ja, ich muss schon quasi losrennen, bevor ich oben bin. Ja, wieder nix. Nee, zu spät gesprungen. Leichter wäre natürlich, wenn wir jetzt flattern könnten. Es sei denn, das müsste rein theoretisch funktionieren. Oder auch nicht. Oh, da war noch ein Leben versteckt. Hier noch ein Leben oder sowas in der Richtung. Na, wenn ich in der letzten Sekunde abspringe, könnte das eventuell noch klappen. Na, leider nicht. Schafft den Sprung leider nicht. Aber bevor wir jetzt die ganze Zeit runterlaufen lassen. No, 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 no. Tot. Das war doof gelaufen. Das ist das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger, weil wir nicht feuern können. Die leider schon. Ja, hier ist ein Leben. Diese Feuerblume. Ja, ich dachte vielleicht das kleiner und ein bisschen mehr Schwung. Na gut, dann nicht. Gehabt. Ja, rein theoretisch kann man hier Leben farmen, wenn man aufpasst. Fast runtergefallen. Ob das hier jetzt gerade einfach das ja, normale Gebiet ist, wo es weitergeht, oder ob das da oben eher geheim weitergeht quasi. Hier war auf jeden Fall noch ein Leben.
so Welten über den Wolken sind natürlich immer ziemlich böse. Oh. Jetzt kommen wir auf jeden Fall da hinten ran. Da bin ich mal neugierig, was drin ist. Keine Ahnung, was das jetzt war. Jetzt wird es Zeit, dass wir uns beeilen. Die Zeit rennt nämlich gerade ein bisschen davon. Ich weiß, weiter unten sind noch Münzen. Beinahe am Leben gestorben. Ja, einmal abgekürzt. Und jetzt steht über 400 Münzen. Daneben. Sehr schön. Glöckchen geläutet. Mist. Keine Ahnung, ob da noch ein Ticket war. Auf jeden Fall eine Bosswelt. Jetzt, wenn ich mich recht erinnere. Eine freundliche Eule. Da konnte ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Das wird jetzt natürlich nicht unbedingt alles wegmachen. Also wir können keinen Drehsprung machen als Flatter Mario. Erwischt. Ja,
Das war unser erster Boss und unsere erste goldene Münze. Und zwar die Baummünze. Die Frage ist, können wir noch rein? Ja. Okay, also wir könnten auch nachträglich noch die Geheimwelten holen. So, jetzt ist die große Frage, wo gehen wir mal rein? Ich würde sagen, wir gehen hier mal rein. Das ist eine sehr schöne Spoilerwelt, würde ich mal sagen. Tatsächlich die Feuerblume etwas vorteilhafter. Na. Na, komm mal ein paar Leben rausholen. Ich glaube allgemein hier ist so eine Welt, wo man gut Leben farmen könnte. So, 96, 97, 98, jetzt mal sehen, ob wir dafür Leben kriegen, 99, fehlt uns ein Gegner. Ach, die Welt kann man ja immer wiederholen. Okay, ab 100 gekillten Gegnern kriegen wir dann einmal eine Feuerbombe, sag ich schon. Stern. Das sind dann quasi die Leben, die wir dann kriegen. Also das ist echt so eine reine, ich sag mal, Lebenfarmwelt. Also wir sammeln Gegner, die wir killen, plus Feuerblumen. Okay, also wissen wir schon mal Bescheid. 100 Gegner heißt nicht, dass wir dann ein Leben bekommen, sondern wir kriegen dann einen Stern, mit dem wir uns dann quasi die Leben farmen. Das ist aber nur effektiv, wenn die Welt es anbietet, dass hier genügend Gegner in der Nähe sind. Okay. Hier sind wir klein und hier sind wir wieder groß. Das ist dann wieder so eine wahrscheinlich Riesenwelt. Würde ich sagen, machen wir hier oben erstmal dieses Kniepferd. Wasserlevel. Ah, okay, also diese großen Säcke mit den M drauf sind Geld. Das sind große Menge Geld. Ah, da kommen wir nur als Kleiner rein. Das sind schon wirklich sehr einfallsreiche Level. Ups. Jetzt sind wir wieder klein. Na, können wir auch mal schauen, was da unten versteckt ist. Okay.
direkt 2 Leben, also wissen wir Bescheid. Hier könnten wir auch rein theoretisch Leben farmen. Wir müssen nur einmal klein werden und dann... Ja, gar nicht so einfach, die ganze Zeit in der Blase zu bleiben. Ich denke nämlich auch, dass wir die Blase am Ende brauchen, um den Bonus zu kriegen. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz schönes Button-Mashing. Ja, dachte ich mir. Mist. Da sind auch schon die Fische mit der Taucherbrille, die man aus Mario World kennt. Also ihr merkt schon, vieles, was später noch zu sehen ist, gibt es schon seit Mario Land 2. Sehr schönes Spiel, finde ich bis jetzt. Na, komm! Ah, okay, wir werden gar nicht klein, das ist, die Animation werden wir auch den Ballon verlieren, als ob wir klein wären. Kommen wir nirgendwo ran, wenn wir nicht den Ballon haben. Also die Blase. Na komm! Das hat ein Button, Gemäsche. Na, höher und höher. Ach, nicht schnell genug gemäscht. Na, komm. Das ist auf jeden Fall nicht besonders geräteschonend. Ah. Mein armer Finger. Komm. Hoch. Nein! Mist! Ach, da oben drauf. Nicht oben drauf, sondern unten runter, damit man da die Gegenstände kriegt.
muss echt wie ein verrückter Hammer, damit man oben bleibt. Ich kann nämlich den Drehsprung nur als großer Mario, nicht als kleiner. Oh. Na gut. Aber sicher mal Richtung Ziel flattern mit der Kugel. Oh, unsere Zeit ist knapp. Blöder Vogel. Oh Gott. Schick dein Bläschen. Okay, also wir haben immer nur eine Gelegenheit und danach ist die weg. Ugh. Mist. Oh, Zeit läuft ab. Mann, wieso funktioniert das nicht immer direkt? Komm, geh doch hoch. Na. Oh. Knapp. Ein Leben. Oh, mein armer Finger. Oh, ich glaube, wir haben einen Secret Wave freigeschaltet. Ah, okay. Das ist natürlich doof. Also, wir können nicht dann aus dem Gebiet rausgehen, wenn wir da einmal sind. Wir kommen nur einmal dahin und danach, ja, müssen wir da nochmal die Welt nochmal machen. Was natürlich bedeutet, dass mein armer Finger schon wieder leiden muss. Ja. Der dicke Geldsack, der lohnt natürlich. Also hier müssen wir auf jeden Fall mit einer Feuerblume hin. So zumindest als großer Mario. Na. Na, in der Space Zone werde ich dann erstmal pausieren, wollte ich gerade sagen. Weil ich dann in dem Moment, wo ich dann da rumhämmer und nicht großartig rede. Na. Oh. Also das ist jetzt wirklich mal eine Stelle im Spiel, die sehr nervt. Geheime Space Zone zu kommen, muss man nämlich leider samt Ballon da ankommen. Ja.
dieser Vogel. Hoch, 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 hoch. Ja, dann können wir auch die 1000 Münzen machen. Oh, mein armes Steuergerät. Nein! Da habe ich nicht aufgepasst. Na gut, wir machen erstmal einen Cut und beim nächsten Part werden wir uns mal die Space Zone ansehen. Und ja, mal schauen, wie die aussieht. Bis dann!